Ja, Thomas Hessler, Trainer des BFC Preußen. Soeben ist das 10. Saisonspiel zu Ende gegangen. Damit ist das erste Saisondrittel gespielt. Wie fällt Ihr Zwischenfazit zum aktuellen Standpunkt aus? Bis vor 2 Spieltagen war ich eigentlich noch sehr zufrieden gewesen. Seit dem letzten Sonntag und heute bin ich natürlich nicht zufrieden. Ist ja logisch, wenn man zu Hause 2-mal verliert, 2-1. Einmal, weil die Einstellung nicht hundertprozentig war. Und zweitens, weil du letzte Woche das Spiel aus der Hand gegeben hast, einfach 3 Punkte mehr oder weniger verschenkt hast, dann kommt halt das zutage, dass du jetzt halt 6 Punkte hinten dran bist. Insgesamt macht die Mannschaft aber doch einen recht ansprechenden Eindruck über die komplette erste Saisondrittel hinaus. Wo mussten Sie nach Ihrem Amtsantritt anpacken, um die Mannschaft so gut auf die Saison einzustellen? Naja, erstmal, dass man das aus dem Kopf bekommt, was negativ war, sprich, die sind abgestiegen aus der Berlin-Liga jetzt hier in die Landesliga und das muss man erstmal verarbeiten und das dauert und braucht seine Zeit, weil man ja viele Spiele damit verbindet, warum man abgestiegen ist und das muss man halt aus der Birne kriegen und wenn du das so weit raus hast, sag ich mal, dann kannst du auch so spielen wie wir die ersten 8 Spiele und das war echt gut gewesen, ich war hochzufrieden gewesen und nun kommt so ein kleiner Schlendrian rein und das musst du halt abstellen. Du musst auch in diesen Ligen musst du hier 100% gehen, musst arbeiten, musst rennen und darüber hinaus, wenn du das geschafft hast, dann kannst du noch einen guten Fußball spielen und das haben wir letzte Woche und das haben wir erste Halbzeit heute leider nicht gemacht. Sie sind ja hierher gewechselt von Berlin United, von einem enorm ambitionierten und professionell aufgestellten Verein. Was sind die deutlichsten Unterschiede zwischen Preußen und Ihrem vorigen Verein? Wenn Sie jetzt sagen, dass es professioneller aufgestellter Verein war, dann muss ich das umdrehen, weil das war am Anfang der Verein gewesen und Preußen existiert ja schon seit 125 Jahren und wenn Sie das hier sich anschauen und sehen, das gehört dem Verein ja noch selbst und dann ist es aus meiner Sicht gar keine Frage, wo und wer professioneller arbeitet. Wenn Sie zum Abschluss des Interviews noch eine kurze Prognose wagen, wo wird am Saisonende mit BFC Preußen zu rechnen haben? Wir müssen jetzt erstmal analysieren, was wir in den letzten 2 Spielen nicht gut gemacht haben. Und wenn wir das in den nächsten Spielen, haben wir ja auch ein schweres Programm, Mittwoch jetzt Nachholspiel in Stralau, danach kommt Johannisthal, das sind ja auch die Mannschaften, die ersten 5 Plätze dort oben stehen. Das wird auch nicht einfach und jetzt heißt es halt einfach Pobacken zusammenkneifen, bis zur Winterpause nochmal alles reinzuschmeißen. Und dann hoffe ich mir natürlich am Ende der Saison, dass wir im oberen Drittel weiter mitmachen können. Thomas Hessler, ich bedanke mich für das Interview. Bitte schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.